Nee, du musst jetzt. Ach, das zweite ist es genau hier. Es gibt ja verschiedene Arten von Blumen, die man abgeben kann. Einfach irgendwelche Blumenpflanzen. Ich habe jetzt. Bei mir waren es jetzt Narzissen. Dann kauft man sich so ein Messer beim Krämer und dann hackt man die in kleine Stücke. Daraus erhält man hier Trockenblumen und dann kann man das in einen Duft umwandeln anscheinend. Dort, wo die täglichen Quests sind, sind doch alle vier auf einem Platz und man kann sie auf einmal nehmen. Jo, meinst du hier jetzt, oder? So, platziere die Windduftnase. Genau, da muss man jetzt sehr, sehr weit. Hier kann ich das mal zeigen. Jetzt muss man wieder weg aus der Stadt. Man muss in den Lilith-Hügel. Muss man hier hin, dahin und dahin. Sprich, man muss durch das ganze Gebiet reisen und dann seinen Duft da platzieren. Also einfach hingehen und pupsen, mehr oder weniger. So, jetzt blöd ausgedrückt. Noch eine Daily. Platziere ein wildes Fohlen im öffentlichen Stall. Genau, da muss man jetzt nochmal woanders hinreisen. Hier muss dann ein Tier großziehen. Genauso wie man es beim Questen gemacht hat. Jo, ja, habe ich gecheckt, habe ich nur vergessen beim ersten Mal. Cello habe ich das erste Mal so gemacht. Nur musste ja. Ja, ich hätte ja so nicht viel mal zurück. Habe ich ja nur vergessen, die anzunehmen. Nur musste ja trotzdem. Jetzt muss ich dann hier zur Halbinsel Solstrid. Bei dem anderen muss ich in Lilith-Hügel, muss ich komplett alles ab. Beim nächsten Fohlen, was ich. Wieso ist überhaupt angezeigt das Ganze hier? Beim nächsten Fohlen, was ich jetzt kriege, muss ich dann wieder woanders hin. Noch ein Fohlen, genau, ein Kalbfohlen. Muss ich dann wieder woanders hin. Und zwar musste man danach in den Geonitwald, sprich Wald, Hügel und Halbinsel. Muss man jetzt komplettes Gebiet abklappern, um diese drei Quests zu machen. Und für diese drei Quests kriegst du einmal 30 Silber, kriegst du für eine, für die andere kriegst du einen Stern. Gut, Bildersterne sind eh wichtig, aber ich brauche halt nochmal 30. Ich würde da 60 Silber kriegen für das, was ich jetzt mache. Also lohnt sich ja auf jeden Fall. 60 Silber ist ja vorne viel Geld. Behaupte ich jetzt einfach. Naja, das ist eine Runde, aber wenn man die Runde jetzt reiten würde, würdest du fast eine Stunde brauchen für alle drei Quests. Und das ist im Verhältnis, was du dafür kriegst, ist es nicht wert. König der Höhle, will ich weg haben, die Quest. Wieso tut er denn nicht die König der Höhle und das da? Genau, die zwei jetzt weg, gut. Und zwar, was brauche ich nochmal? Ich brauche ja doch diese Wasser und Samen. Hole ich mir die schon von hier. Erstmal zum Krämer hin. Das meinte ich jetzt nur im Verhältnis. Cello, was du dafür kriegst oder so. Die Runde drehen. Ist alles nicht so ausgeglichen. Würde ich schon irgendwie mehr dafür haben. Hier. Krämerin. Wieso ist die weg? Na, warte mal, ich brauch so einen Samenfuzzi. Reh. Bebe. Ein wildes Gags. Ich brauche jetzt Samen, Leute. Ich habe nicht mehr genug Samen. Was sagt ihr dazu? Wie sind die Samen ausgegangen? Nichts ja, mehr mit. Schade, dass Reh nicht mehr da ist, wa? Ja, nichts mehr mit Abdingsen hier. Crema. Nichts mehr mit Apfel. Jetzt mich dann wieder ein, Ei. Wo ist denn dieser scheiß Samenhändler? Jo. Ich muss ja diese Tiere doch füttern. Wasser brauche ich und füttern muss ich die Tiere, die ich jetzt für die Daily mache. So, ich habe jetzt nochmal Reset und jetzt nochmal neue geladen. Hoffe, das geht jetzt. Mhm. 5 Gilderstellen, die geht's. Jo. Nee, ist immer noch nicht. Was soll das? Wieso?
Aber ein bisschen Kohle wäre auch nicht schlecht, muss ich sagen hier. Cello. Bisschen mehr als dann 30 Silber. Da, Samen. Schauen wir mal hier. Ach, ist ja gar nicht weit weg. So, jetzt ab zum Samen hin. Gangs, bist noch mehr. Naja, ich bin schon noch da. Ich mach nur Ton aus, damit ihr nicht alles doppelt hört. Ihr habt ja vorhin ja gesagt, wie viel da waren. Jetzt ist nur noch die Hälfte. Okay. Ja. Bei uns konstant fast. Außer ich habe jetzt mit Arena aufgehört, sonst 15, sind es 15 weniger. Deswegen, es kommt ja schon ganz gut an, weißt du? Aber es schaut schon krass. Stell ich mal vor, würde uns hosten, theoretisch. Die gehen nie wieder weg. Hier ist die Samen-Uschi. Baby, gib mir Samen hier. Aber das ist immer noch ein Horst. Also, die werden immer noch gehorstet. Okay. Ja. Ja, wie gesagt, ist nur noch die Hälfte. Okay. Und die Perle ist da. Echt? Ja, die traut sich noch nicht. Hier oder drüben? Raid Call. Ach so. Ach, die haben wir schon letzte Nacht gesprochen. So, hoffentlich funktioniert das jetzt. Kannst die Perle ja mal hier runterziehen, die wollen uns quatschen. Die Andi. Ne, die kommt, die kann ja selber kommen, die war ja schon die Tage da. Ich tue ja nur jemand ziehen, wenn es unbedingt sein muss. Sonst, wenn man nicht vorbereitet ist oder so, ist immer doof, weißt du? Weil ich muss ja noch Headset aufsetzen oder sowas. Das mache ich dann nur so. Ich kündige es ja auch an. Ich chatte ja mit der Person vorher. Ist ja alles geplant so ein bisschen, weißt du? Ist ja nicht spontan. Ah, jetzt soll. Ja, und wenn du kein Mann bist oder nichts kein Giveaway für die anderen hast, dann kommst du auch bei Gagsraum nicht rein. Genau. Was muss ich nochmal zum Füttern für die Viecher? Brauche ich da Gersten, oder? Oder Weizen? Hi, Andi. Hey, Andi, grüß dich. Hi, Leute. Hi. Hey, Andi. Vor allem der Kommandostil. Jetzt stehe ich hier. Mais? Mit was füttere ich die denn? Mit Mais? Mit Weizen oder? Habe ich vergessen. Die Daily. Puh, keine Ahnung, ich habe noch kein Tier aufgezogen. Was bist denn du für ein Assi? Wahrscheinlich kommt das Tier anders, denke ich mal. Du musst halt schauen, was dein Schwein oder was du da hast ist. Ein wildes Fohlen hier und wildes Elchkalb. Vita-Samen. Also, steht sogar da. Pflanze. Vita, genau. Also, Vita-Samen. Ich muss nur die Quest lesen, aber ich frag doch lieber euch, sonst ist es ja langweilig, wenn ich alles weiß. Du musst mich ja dumm stellen, was? Ist nicht einfach, aber schaffe ich schon. Erstmal finden hier. Da, auf der letzten Seite. Okay, ich nehme jetzt mal zwei, sonst kostet mir es genauso viel wie die Daily. Ich hatte, glaube ich, sogar noch ein paar. Wo sind die denn? Vita. Es müsste so eine Suchfunktion geben im Interface. Gibt es das? Machen wir mal hier ein neues Tab hinzufügen. Tab Name, Waffen. Nur Samen. Waffenkostüm, Quest, Edelsteine, Währung. Und hast du noch weitergespielt, Andi, oder erst jetzt kommst du dazu? Alter. Diese Tasche hier. Verrückt.
Da sind sie, ich habe doch noch 9. Jetzt habe ich es mal da reinschieben hier. Okay. Und Wasser wird es ja vor Ort geben im Brunnen, sonst schaue ich ja dumm. Fangen wir erstmal an mit Rumpupsen. Ich muss zu drei Orten hin und muss meinen Duft verteilen. Das ist echt so, es ist kein, das steht echt so da. Den Duft verteilen. Den Duft verteilen. Erstmal Revier markieren. Genau. Steht das nicht da, pupsen, aber Duft verteilen hier. Mach mal. Lilith-Hügel hier. Ich bräuchte halt einen Port da oben hin. Ich habe einen Port in der Mitte, da muss ich den ganzen Weg. Ach, hier geht's eigentlich. Hier geht's eigentlich. Und da unten. Dann fange ich hier an. Hier zu pupsen, dann geht er runter wieder. Okay. So, dann machen wir die drei Dailies dann. Ja, dann warten wir noch auf die Arbeitspunkte. Löse deine Gruppe auf und formiere sie neu, um einen Dungeon zurückzusetzen. Achso, das musst du immer machen. Schick. Stand ja beim Tooltip bei mir unten. Was hat der für eine Quest hier? Achso, das ist so eine alte. Egal. Gibt 3 Silber. Wow. Ach, das ist die scheiß Armee der Geisel. Nee, also. Lass mal gut sein. Gut, dann werden wir jetzt unser Revier markieren. Wir müssen durch den ganzen Hügel reiten. Beim Reiten markieren wir direkt. Instant. Auf geht's. Ist ja nicht so schwer, die Quest. Du brauchst doch keine Mats. Nimmst sie an. Läufst hin. Da liegt dann irgendwas am Boden. Und dann gehst du hin und schüttest diese Vase dahin. Platziere die Windduftvase in der Nähe des Dorfes. Mach mal. Windduftvase. So. So. Weißt du nicht, welche zuerst ist? Die da? Oder die da? Na? Von einem Hindernis, von dem fetten Pferd das Hindernis blockiert hier. Was soll das? Hindernis blockiert hier. Jetzt geht's. Okay. Habe ich gemacht. So. Schon wieder Trick, sie war letztes schon mal da. Buff, rieche den Duft der Dämmerung. Erhöht für 45 Minuten Max Gesundheit um 300. Wow, das ist ja gut für die Arena. Oder verliert man den, wenn man dann stirbt? Ich könnte mich auch jetzt von Ort zu Ort porten, aber ich reise jetzt durch den Hügel. Sonst verbrauche ich so viele Jenseitssteine und die braucht man ja doch. Bin ich der Meinung. Und kann ja nicht jeder so einen Luxus haben wie Eye of Death und so viele Sachen geschenkt bekommen, ohne selbst zu fahren. Oder? Nee, das stimmt doch gar nicht. Ja, das stimmt was nicht. Was hat das denn jetzt scheiße, ne? Ja, schon hier. 1000 Erze haben 1000 Steinchen hier einfach hier eBay und so. Und nichts für Gilde geben. eBay, ja klar! Na gut, vielleicht gibt es auch was woanders, aber mal keine Namen nennen hier. Hier? Ah. Trip, trip, trip. Also was sagt ihr im Chat? Ich weiß, es schauen viele zu, aber es sagt kaum einer was. Was ist jetzt spannender? Hier rumreisen in der Gegend, diese geilen Duft-Dailies machen, wo man hin und her pupsen muss in der Gegend? Oder Arena und der Gags sich da aufregt? Obwohl ich mich jetzt schon wieder beruhigt habe, aber es ist immer so in dem Augenblick dann. Je später der Abend wird, umso mehr lege ich mich auf, da meine Nerven immer schon blank liegen. Es ist schöner, wenn du dich aufregst. Schon, gell? Das finde ich eigentlich mehr auch. Spaß. Ja, euch, ja. Ja, die auch. Ja, also klar, Action-Gags. So, da. Was ist hier? Bestienjäger. Wow, ich bin gestorben. Jeder, wer es verdient, mein Freund. Jeder, wer es verdient. Ich muss dir merken, wenn der Gag wieder in der Arena die ganze Zeit.